Soll ich das Schwert so halten oder so wie du? Mir egal. Okay. So. Ist es jetzt an, Alex? Also, guten Morgen. Wir sind das Team, das jetzt die Ronin-Katana einfilmen wollen. Wir haben jetzt ein Projekt, das wir 3 Tage lang Videoanleitungen filmen wollen für die Ronin-Katana. Eine Stilrichtung, die anscheinend einzigartig ist auf der Welt. Denn wir haben die Solo-Kata dieser Form aus Partnertraining, aus Kumitachi heraus entwickelt. Wir sind ausgegangen oft von japanischen Formen, die wir dann weiterentwickelt haben, weil wir das Gefühl hatten, da fehlt so ein bisschen der Realitätsbezug. Und Julia und ich haben zusammen diese Form entwickelt. Wir haben angefangen 2014 und 2015 angefangen, sie einzufilmen. Sind jetzt fast fertig. Es gibt 12 stehende Kata, 6 sitzende und bei den 3 Kata gegen 2 Leute sind wir jetzt noch dabei, sie fertigzustellen zum Filmen. Das ist meine Frau Angelika, sie wird die Kamera übernehmen als Kamerafrau. Ja, und wir hoffen, dass wir werden es auf Deutsch und auf Englisch filmen. Das Besondere an unserer Stilrichtung ist, und das gibt es anscheinend nirgendwo anders, es gibt sie als Solo-Kata, es gibt dieselbe Kata als Partner-Kata und es gibt dieselbe Kata als Tameshigiri-Kata. Das heißt, wir haben jede Kata auch gefilmt mit Matte und Schneiden, um zu schauen, ob das Ding auch wirklich praktisch funktioniert, ob man die entsprechende Energie bekommt und so weiter und so fort. Das, soweit wir das wissen, gibt es in keiner anderen Stilrichtung. Diese Stilrichtung ist entstanden als deutsch-slowakische Co-Produktion im Schwarzwald im Haus Gürkensland. Vielen Dank und viel Spaß beim Gucken. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch bei uns melden. haus-gürkensland.de. Thank you.